Wenn wir mal wieder in den Spiegel schauen und einfach nur traurig sind, weil der Anblick unseres Körpers einfach nicht unseren Vorstellungen entspricht, oder die Zahl auf der Waage uns total deprimiert und traurig sein lässt, sodass wir nur noch schwarz sehen, was ist dann in diesem Moment das Sinnvollste, was wir machen können, um uns aus dieser totalen Dunkelheit zu befreien? Ich weiß von einigen meiner Kunden und auch im Bekanntenkreis, dass viele das Gefühl haben, in ihrem Körper und in ihren Genen gefangen zu sein. Weiterhin unglücklich zu sein, solange sie nicht endlich so aussehen, wie sie es sich vorstellen oder wie es uns tagtäglich gezeigt wird, wie man auszusehen hat. Aber ich denke, es gibt einen sinnvolleren und auch besseren Weg. Doch bevor ich darauf jetzt eingehe, muss ich zuallererst eine kurze Geschichte erzählen, die ich mal als kleiner Junge im Fernsehen gesehen habe, die mich sehr an dieses Thema erinnert. Und dabei ging es darum, wie ein Ureinwohner einen Affen fängt, damit er ihm seine Wasserquelle zeigt. Und das tat er, indem er in ein handgroßes Loch einen Gegenstand legte, während der Affe ihm dabei aus der Ferne zusah. Und als sich der Ureinwohner vom Loch entfernte, beobachtete er, wie der Affe vor lauter Neugier sich dem Loch näherte und mit der Hand nach dem Gegenstand griff und ihn aus dem Loch ziehen wollte. Aber da seine Hand durch das Greifen eine Faust bildete, konnte er den Gegenstand nicht mehr herausziehen. Und in diesem Moment näherte sich der Ureinwohner und vor lauter Panik wollte der Affe sich wieder befreien, aber ließ den Gegenstand aus dem Loch nicht mehr los. Und so hat der Affe sich selbst gefangen gehalten und sein eigenes Gefängnis erschaffen, ohne es zu wissen. Einfach nur durch das Festhalten des Objektes seiner Begierde. Und der Ureinwohner musste nur noch eine Schlinge nehmen und um seinen Hals legen und warten, bis der Affe Durst bekam und ihm dann ja, letztendlich seine Wasserquelle zeigte. Warum erzähle ich diese Geschichte jetzt? Ich erzähle diese Geschichte aus einem einfachen Grund, denn mir ist aufgefallen, dass wir Menschen uns oft sehr ähnlich wie der Affe verhalten. Wir geraten in eine Situation, in der wir ein bestimmtes Bild, von dem wir träumen, festhalten, es würde uns glücklich machen, das irgendjemand irgendwann einmal uns vorgehalten hat. Und je öfter wir es gesehen haben, uns damit verglichen haben, wie zum Beispiel unseren Körper, unser Auto, unser Kontostand oder was auch immer, je trauriger und enttäuschter wurden wir, solange wir diesem Bild, das sich in unserem Geiste festgesetzt hat, nicht entsprochen haben. Noch einmal zurück zum Affe. Was hätte er jetzt tun müssen, um sich zu befreien? Er hätte einfach den Gegenstand loslassen müssen. Und was müssten wir tun, um uns von unserem mentalen Gefängnis zu befreien? Wie zum Beispiel, dass wir nur dann glücklich sein können, wenn diese bestimmte Zahl auf der Waage steht oder auf unserem Konto steht. Genau das Gleiche. Wir müssen dieses Bild loslassen. Loslassen von unserer bestimmten Vorstellung des Glücks und der Zufriedenheit, die nicht einmal aus uns selbst heraus entstanden ist, sondern wie beim Affen von jemand anderem uns vorgelegt wurde. Und dies wird uns tagtäglich vorgelegt, wie zum Beispiel durch Magazine, Werbung, TV-Shows, Bekannte und so weiter. Doch wie können wir jetzt etwas loslassen, was sich mittlerweile so festgesetzt hat, dass wir uns schon gar nicht mehr vorstellen können, glücklich zu sein, so wie wir es jetzt gerade sind, mit unserem Körper, unserem Geist, unserem Gewicht, unserem Kontostand, unserer Situation? Und es funktioniert. Und zwar genauso, wie wir es uns antrainiert haben, dieses bestimmte Bild in unserem Geiste anzunehmen und festzuhalten. Genauso funktioniert es durch Training, dieses Bild wieder loszulassen und zu erkennen, dass wir jetzt schon glücklich sein können. Lass mich kurz erklären, warum wir glauben, nur glücklich sein zu können, wenn erst etwas Bestimmtes in unser Leben eintritt, wie zum Beispiel ein flacher Bauch oder der Sixpack oder die Millionen auf dem Konto oder was auch immer. Der Grund hierfür ist, weil wir es uns antrainiert haben. Wir haben uns tagtäglich diese Bilder von lächelnden Menschen und perfekten Körpern in unserem Kopf reingehämmert bekommen, so dass es in unser Unterbewusstsein sickern konnte und letztendlich zu unserer Realität wurde, dass wir nur so glücklich sein können. Also es ist zu einem gewissen Anteil nur eine Trainingssache. Wir sind vielleicht sogar schon richtig gut darin geworden, unglücklich zu sein, weil wir dieses oder jenes nicht in unserem Leben haben. Und manche erreichen sogar ihre Meisterschaft darin, ohne es zu wissen. Aber die gute Nachricht hieran ist,
dass wir uns alles antrainieren können, auch glücklich zu sein mit dem, was wir jetzt gerade schon haben und was jetzt gerade ist. Und das Trainingsgerät, um sich von diesem unsichtbaren mentalen Gefängnis, also diesen mentalen Fesseln zu befreien und das Glück, wieder in, das wir schon in uns tragen, zu erkennen, heißt Achtsamkeit. Was hat jetzt Achtsamkeit mit meiner Unzufriedenheit zu tun und vor allem was mit meinem Körper und mit meinem Gewicht? In dem Moment, wo wir unsere Situation einfach nur betrachten, ohne sie zu bewerten, gibt es kein Gut noch Schlecht, sondern einfach nur das, was jetzt gerade ist. Also in dem Moment, wo wir unser Übergewicht oder die unbezahlten Rechnungen einfach nur betrachten, ohne sie zu bewerten, kann kein Leid in uns entstehen und auch kein Stress. Vielleicht sagst du dir jetzt ja, aber davon lassen sich die Rechnungen auch nicht zahlen oder mein Gewicht auch nicht reduzieren, ja? Das ist wahr, allerdings mit einiger Zeit an Übung reduziert es unseren innerlichen Druck und senkt Stresshormone. Und dies alles führt letztendlich dazu, dass wir unsere Situation, so wie sie jetzt gerade ist, viel gelassener angehen. Und wenn wir an den Affen denken, der nur loslassen müsste, um sich aus der Situation zu befreien, so können wir es selbst auch, indem wir vom Geiste her loslassen trainieren. Eben durch Achtsamkeit-Training. Also, was wir jetzt tun können, wenn wir noch keine Erfahrung damit haben, ist mit kleinen Objekten anzufangen und sich dann langsam an Größeres heranzuwagen. Ja? Man kann sich eine Blume oder eine Kerze nehmen und alles, was wir tun müssen, ist sie zu beobachten, anfangs nur für eine Minute, ohne sie zu bewerten. Oder wir können auch auf unseren Atem achten, ja? wie er einströmt und wie er wieder ausströmt bei den Nasenlöchern. Und wenn Gedanken auftauchen wie, verdammt, ich kann das einfach nicht, oder Gedanken wie, ja, was wollte ich später nochmal machen, dann kehren wir zum Atem zurück oder zu unserem Objekt, das wir beobachten, wie die Kerze oder der Blume, ohne uns selbst dafür zu verurteilen, dass wir jetzt wieder abgelenkt wurden, ja? Und wenn wir dieses Prozedere immer wieder und wieder wiederholen, werden wir bald bemerken, dass wir immer besser darin werden, einfach nur zu beobachten, ohne zu bewerten. Und je mehr wir das uns antrainieren, je besser werden wir mit der Zeit auch Herr unserer eigenen Gedanken und letztendlich unserer Gefühle zu werden mit dem, was jetzt gerade ist. Sei es unser Körper mit den noch immer zu vielen Kilos oder ja, die noch unbezahlten Rechnungen oder was auch immer. Das Ergebnis wird immer dasselbe sein. Wir werden dadurch nicht apathisch und werden dadurch auch nicht vollkommen gefühllos werden. Das völlige Gegenteil ist der Fall. Wir entwickeln eine viel achtsamere Haltung unserem Körper, dem Leben und auch unseren Mitmenschen gegenüber und sind sogar schon vorher auf dem Weg zu unserem eigentlichen Ziel, glücklich mit dem, was wir jetzt gerade haben und mit dem, was wir jetzt in diesem Moment gerade schon sind.